Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Im letzten Part haben wir die Eule angesprochen und zwar nicht nur einmal, sondern 100 Mal, ja. Also die Eule hat mehr genervt als Navi. Das ist keine Übertreibung. Und diese Felsen wollen anscheinend nicht weg. Boom. So, dann wollen wir mal. Ja, der Kerl ist fett. Ja, und ein paar Wundererbsen gefällig. Sie gehen nicht besonders gut. Wie wäre es mit 10 Rubine das Stück? Okay. Der Kerl ist ein dreckiger Scharlatan. Der ist echt dreckig. Ein paar Wundererbsen gefällig. Sie sind doch nicht so beliebt. Wie wäre es mit 20 Rubine das Stück? Ja, dem seine Erbsen werden immer teurer. Ja. Was wirklich, wirklich nervig ist. Weil er. Ja, wie soll ich sagen. Man hat ja selber gehört, ja, die sind noch nicht so beliebt. Aber das wird sich dann mit der Zeit ändern. Dann sagt er, ja, hier gibt's die tollen Wundererbsen. Scheiße. Das sagt er natürlich nicht. Aber er sagt dann sowas wie, ja, die tollen Wundererbsen kaufen, kaufen, kaufen. Und so ein Schwachsinn. Nein, 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 nein. Ach. Oh, wie lame. Ach, so ein Dreck. Mann. Wie ging das denn nochmal? Komme ich denn da nochmal darüber? Mein Gott, ich habe wirklich verlernt, wie man rüberkommt. Ja. Ja, ich bin scheiße. Oh, wie erbärmlich. Ich fühle mich gerade wirklich dreckig. Nein! Oha, oha. Jetzt bleiben wir aber alle wieder ganz ruhig auf dem Teppich. Okay, ich glaube, man muss das von hier irgendwie machen. Mit Anlaufschmackes und... We did it. Yeah. Weh, geh doch weg. Ich kann auch mal den Schild mal wieder wechseln, ne? Wir brauchen den ja sowieso später. Diesen schönen, was heißt hier schönen, ertragbaren Schild halt, ne? Schild und Schwert kennt man ja. Brauchen wir ja sowieso irgendwann und das ist unvermeidlich. Und, yeah, like a boss. Was ist das denn für eine Mucke, ey? Die ist ja grauenhaft. Komm schon! Nein, we failed. Ah ja, und hier im Wasser sind so Frösche. Ja. Die habe ich beim ersten Mal überhaupt nicht gesehen. Ah, da ist ein Frosch. Jo, Leute, und ich will noch was sagen. In den nächsten Tagen wird ein Update-Video kommen. Nämlich über Fighting Miners, den Server, den ich über alles liebe, weil dieser Server einfach nur von den coolsten Leuten der Welt betrieben wird. Ach, dieser Server ist einfach nur episch. Entschuldigung. Nein. Der Server ist aber richtig geil und davon wird noch ein Update-Video folgen. Wie gesagt. Eine Skulptula, die sammle ich jetzt aber nicht ein, weil die uns nicht interessieren. Ich habe ja gesagt, das wird ein Let's Play ohne alle Skulpturas zusammen, also keine 100%. Und jetzt ist es ganz klar, was wir spielen müssen. Die Eule hat gesagt, nur Leute aus der königlichen Familie dürfen da rein. Also was machen wir? Zeldas Wiegenlied! Muss ja auch sein, oder? Ich meine, der hat es ja gesagt, es muss ein Schlaflied aus der königlichen Familie sein. Dann verschwindet das Wasser da so langsam und wir können in Soras Reich. Echt geile Türen, was die da haben. So, und hier sind wir. Soras Reich. Das ist aber schon cool. Hier so mit all dem Wasser und diese Spiegelungen an der Wand. Oh, wunderbar. Und jetzt will ich euch mal was zeigen, nämlich der Sora-König. Der ist nicht weit weg, aber
seht selbst. Zeig Treppenhof und da ist er. Wo volle Big Boss. Na, das ist auch nur extrem fett und ich bin dumm. Ja, aber das ist schon cool, sowas reicht. Alles so schön voller Wasser. Aber ich stehe auch auf Wasser. Oh, meine liebste, teuerste Prinzessin Ruto. Wo mag sie? Wo mag sie sein? Ich mache mir solche Sorgen. Ja. Das ist ein Problem. Und wir müssen hier lang, um an einem Spiel teilzunehmen. Und ihr werdet sehen, was wir dadurch gewinnen. Hey, du da. Tauchspiel. 20 Rubine. Macht ihr mit? Na klar. Okay. Ja, sammelt alle Rubine. Ja, der wirft jetzt die Rubine runter und nachdem müssen wir dann tauchen. Freestyle Action Lightning! Boah, ey, so soll ich mich jetzt auch persönlich nicht so ganz trauen. Ja, also eine Arschbombe, ja, aber so jetzt mit dem. Obwohl, ey, ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich sowas so generell trauen würde. Und ja, alle Rubine einsammeln. Und noch den letzten. Den krieg ich auch noch. Und yeah! Gratuliere! Ich habe etwas Tolles für euch. Holt es euch ab! Jetzt muss ich wieder nach oben schwimmen. Und jetzt muss ich wieder nach oben. Oben, oben, like oben. Ja, hier sind überall so Ras. Am Hyliasee, da sind auch ein paar Soras, die dir sagen, dass sie, also die fragen dich, ob du die Prinzessin gesehen hast und ja, so ist das. Wisst ihr, was ich gar nicht habe? Flasche. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Ich bin eine Flasche. Ich bin so eine Flasche. Ohne Scheiß, ey, ich fail hier gerade rum. Okay, das haben wir zwar bestanden, aber ich habe immer noch keine Flasche und wir brauchen eine Flasche, um in den dritten Dungeon zu kommen. Oh, ich hab's verkackt, ey. Wie elegant ihr getaucht seid. Hier nehmt dies als Lob. Dies ist eine silberne Schuppe der Soras. Mit ihr kann man viel tiefer tauchen. Yeah! Die silberne Schuppe! Begib dich ins Wasser und drücke A. Ah, jetzt kannst du tiefer tauchen als zuvor. Yeah! Oh, voll an den Kopf mit dem Stein, ey. Voll mit dem Kopf an den Stein. Ja, okay, wir können 6 tauchen. So, und hier seht ihr diesen kleinen Eingang und da können wir jetzt durchswimmen. Seht ihr das Ding da unten? Das da? Das ist eine Flasche. Was mag das sein? Ja, das ist eine Flasche. Yeah. Und wir laufen am besten mitten in der Nacht zur London Farm. Egal. Wir laufen jetzt einfach ein bisschen rum, dann wird es eh irgendwie schon Tag und dann passt das alles ja schon. Ist ja nicht so schlimm. So. Schild einfach geradeaus. Wie ruhig das aber ist, ne? Das ist. In der Nacht ist es dann so ruhig und dann kommen die ganzen Monster. Oh, und es wird wieder Tag. Das ist sehr schön. Dann sind wir am Tag schon bei der London Farm und machen dieses Spiel. Ich weiß nicht mal, ob wir das in diesem Part noch schaffen. Dieses Fang den Hühner-Spiel oder wie das auch heißt. Ich glaube, das Spiel war irgendwie Superhuhn oder sowas und dann gewinnst du eine Flasche und so weiter und so fort. Und dann, wenn wir da bestanden haben, oh mein Gott! Dann bekommen wir eine Flasche. Nee, ich gehe einfach mal geradeaus. Wenn wir erwachsen sind, sind die ja gar nicht mehr da. Ne? Ihr hört das, oder? Ja, scheiße. Das Ding ist hinter uns her, glaube ich.
Nein, nein, scheiße, 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 scheiße. Der schickt seine Viecher los. Oh nein, die sind am allernervigsten. Lass mich in Ruhe. Ich muss hier weg. Oh Gott, sie verfolgen mich. Nein, nein, geht weg. Nein, geht weg. Geht weg. Oh, sie sind weg. Puh. Aber ich glaube, die geben so einiges. Ich glaube, der große droppt ziemlich große Sachen oder viele Sachen. Ich glaube, so ein roter Rubin hat der mal gedroppt. Ich so sicher bin ich mir auch wieder nicht. Aber was soll's? Nö. So. London Farm und laut meiner Uhr haben wir noch genug Zeit, um das Spiel zu machen. Da pennt er, der pennt nur. Was bin ich schon wach? Ist schon so. Hey, wenn das nicht der Junge aus den Wäldern ist, vielen Dank nochmal, dass du mich geweckt hast. Es hat ganz schön lange gedauert, bis ich Marlon beruhigt hat. Was hast du denn heute so vor? Nichts Besonderes? Nun, wie wäre es dann mit einem kleinen Spielchen? Hast du Lust? Die drei Hühner sind Superhühner. Ich werde sie nun mit den anderen herkömmlichen Hühnern vermischen. Gelingt es dir, sie innerhalb einer bestimmten Zeit aus allen anderen herauszupicken, werde ich dich mit etwas Nützlichem belohnen. Es wird beginnen, Zerubine. Finde sie. Okay, 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 das habe ich gesehen. Okay. Ah, okay, das eine ist sogar gerade gelandet. Das ist das da. Yeah. Okay, das zweite, das müsste hier irgendwo sein. Ich check jetzt. Das sieht so ein bisschen unmöglich aus. Das da vielleicht. Hallo, hier bist du Hochling? Nein, okay, das da. Ja. Okay, und das letzte ist da vorne irgendwo. Das da, glaube ich. Das da. Ja. Wow, unglaublich, du hast ein gutes Gespür. Du hast sie tatsächlich alle gefunden. Komm her zu mir. Hey Junge, ich würde mich freuen, wenn du mal und heiraten würdest, na? Nein. Ha, das war nur Spaß. Oh, hier, nimm diese Flasche London Milch an dich. Sie gibt dir neue Energie, sobald du sie trinkst. Hast du die Flasche geleert, kannst du jederzeit zurückkommen und sie dir gegen einen geringen Entgelt auffüllen lassen. Yeah, du hast die London Milch bekommen. Okay, im nächsten Part machen wir uns auf dann zu Soras Reich wieder. Oder gesagt, zum Hylia-See, um die Flasche zu holen. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Und wir sehen uns beim nächsten Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time.